Leute, seid ihr bereit für eine neue Runde Mario Kart Super Circuit? Ich wollte schon Wii sagen. Nein, Super Circuit. Heute mit dem nächsten Grand Prix und mit Luigi. Und zwar dem Flower Cup. Im letzten Part haben wir erfolgreich, in Anführungsstrichen, den Pilz Cup geschlossen mit Mario. Und heute fahren wir eine Runde mit Luigi. Und wir starten. Hallo, gib Gummi. Los, Luigi, gib Gummi. Zeig, was du kannst. Los, Attack. Nein, wir sind nicht bei Baby. Er hat keine Special Attacke. Doch, hier. Er kann mit Panzerchen um sich schießen. Und er klettert an die Röhren und befreit Prinzessin. Naja. Das ist nicht von ihr, sein Bruder aus den Fängen von, ja, von wem? Von diesem Menschen. Ah, von Geisterrosa und König Buhuda, dem fetten Obergeist und der fetten Schildkröte, die hier auch entfernt. Und wir werden den zeigen müssen, was ich sehr unruhig finde. Fahren wir hier lang und zu uns. Und jetzt sind wir auch schon Erster. Und wir Pilz. Und an dem Feld mal davon, an dem Feld mal davon. Ja. Wenn ihr dieses Video schon seht, habe ich bereits mein Let's Play Special hochgeladen. Mein ein Jahr Special als Let's Player. Okay. Habe ich schon vor dem ersten Part von dem Spiel hochgeladen. Aber ich habe es endlich geschafft, es hochzuladen. Ja, es ist endlich fertig. Wo ich drauf eingegangen bin, wie das Jahr war, was ich gemacht habe, welche Leute ich kennengelernt habe, die werden auch da drin nochmal gezeigt, die Stellen, wie Shigimasa, nicht erwähnen, nur Shigimasa, Yassizog, und dann auch die Leute, mit denen ich Mario Kart wie abends gespielt habe, das ist ja unter anderem Textblor, also Apus, Kalyptikum, Jaron, glaube ich, war auch mit dabei, wenn ich mich noch entsinnen kann, und noch den anderen an. Und erster Platz, 28 Sekunden in der letzten Runde, 1:28:40, und schnellste Runde war die zweite diesmal, nicht die dritte, die zweite. 46 Münzen schon. Ich hoffe, diesmal sind wir besser als Mario. Und dann gucken. Auch wenn ins nächste Land. Buhu. Lake. So, Geistertal. Heißt so auf Deutsch, denke ich mal, übersetzt. Oh nein, nicht das. Ja, Superstart. Wie kriege ich diesen Superstart gemacht? Und da fallen wir auch schon runter. Klasse, super gemacht. Ich bin überrascht. Und natürlich, wenn wir jetzt irgendein Rammen oder gerammt werden, glaube ich auch. Wenn wir weggeschleudert, weil wir keine Münzen haben. Ich finde die Strecke so beschissen. Ich mag die Strecke nicht. Also hier werden wir, denke ich mal, nicht so viele Münzen haben wie in anderen Strecken. Verpiesen durch. Einfach mal alle abgeschossen. Hier nehmen wir meine letzte Abkürzung. Und du da vorne fährst dich auch mal. So. Das ist ja auch schon mal erledigt. Und hier noch ein bisschen und nehmen den Turbo-Kürz, um mal ein bisschen Vorsprung herauszufahren. Und jetzt fängt das Spiel an zu laggen. Nein, nicht laggen. Bitte nicht. Drin. Ja, ich sollte auch die Drifting-Taste benutzen. Aber hier ist das Driften noch nicht so ausgereift wie ab Mario Kart DS, glaube ich. In Mario Kart 64 ist das Driften auch noch ziemlich schlecht, aber ab Mario Kart 64. Stimmt. Ab Mario Kart 64
das kam ja vor Super Circuit Ross, also vor dem GBA-Spiel. Und das ist das Driften im Mario Kart 64 noch nicht so prickelnd ist wie in Mario Kart DS oder Wii. In Wii gibt es ja auch zwei Varianten. Einmal mit scharf driftenden Motorrädern oder weit ausdriftenden Motorrädern oder mit Autos. Ich bevorzuge halt die Variante mit scharf driftenden Motorrädern, habe ich mir echt da gelernt, mit scharf driftenden Motorrädern zu fahren, weil die einfach besser in die Kurven reingehen und auch so viel schneller sind, weil dann gibt's auch viele scharf driftende, die schneller sind vom Tempo und so als normal driftende. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eher die scharf driftende zu fahren als die weit ausdriftende. Ich weiß nicht, ich komme mit dem weit ausdriftenden nicht mehr so klar wie mit dem scharf driftenden. Und wenn mich dann einer, wenn dann einer sagt, ja, wir nehmen nur weit ausdriftende, dann kann ich gleich sagen, shit, verloren. Ja, getroffen noch vom blau, vom grünen Panzer. Und schnellste Runde war die dritte Runde mit 36,19, insgesamt 1,58,0. Ja, auch eine nette Zeit. Ja. Ich würde sagen, wir gehen dann auch mal schnell auf ins nächste Rennen. Cheeseland, also Käseland. Ich finde die Namen einfach nur witzig für die Rennstrecken. Und ich glaube, das ist auch schon die letzte oder vorletzte Strecke. Und nein, Fehlstart. Boah, verdammt. Und eine Strecke, die ich nicht mag. Die ich jetzt schon hasse. Und hassen werde auch in den nächsten CCMs. Mann, hör doch mal auf mich zu rammen. Bitte, danke. Tschüss, Mario. Fetter Kämpfer. Nicht Gentner, sondern du fetter, geldgieriger Typi halt. Ich weiß nicht, was man beim Mario sagen kann, ob ein Gentner ist oder nicht. Einige sagen zwar, er ist ein Gentner, andere sagen, nein, er ist nur ein geldgieriger Typi. Andere sagen, ja, nein, er ist doch ein fetter Gentner. Und das fand ich jetzt nicht von euch, das genauso wenig Spiel sei nicht so unfair zu mir. Ich sag ja, ich mag die Strecke jetzt schon nicht. Hier gibt sau wenig Münzen, fällt mir gerade so auf. Wir sind jetzt erst bei 16 Münzen, auch wenn wir viel gerammt wurden. Und Toad hier mit dabei und Mario. Ey, komm! Nö! Das ist doch alles so unfair zu mir. Ja, Mario, du. Netter, geldgieriger Sack da vorne. Ich mag Geld, und was magst du? Ich mag gar nichts. Ich mag Kekse. So, das mag ich. Jetzt habe ich es dir aber gegeben. Kekse. Die sind auch, das müssen wir jetzt aufpassen. Kriegen. Ah, 19 Münzen. 1 Münze mit 23. Und, 1 Münze 23. Ach, das ist ja fette Geldgeber, sagt man der Zeit. Sind wir noch durchgekommen, yeah! Auch mit 1,44,96 und schnellste Runde die letzte mit 31,41. Ja, okay. Aber ich glaube, jetzt haben wir, ja, wir haben volle Punkte, oder noch nicht. Eine muss, glaube ich, noch kommen. Ja, Bowser's Castle 2. Bowser's Castle mag ich eigentlich ziemlich gerne. Vor allen Dingen die dritte Bowser-Strecke, also Bowser's Castle. Die mag ich
sehr, sehr gern. Die spiele ich auf der Wii sehr gerne. Und hier, naja, dadurch, dass man hier drauf driften kann, mag ich den so halt. Ja, genau, Paar von Fels. Hier kann man auch kaum sehen, wo man langfährt. Also, schon, man sieht schon, wo man langfährt, aber dadurch, dass hier drunter ist. Hallo? Da, seht ihr, das meine ich. Oh, toll. Ja, ein Stern. Ein Stern auf Platz. Ja, nett. Yoshi, tschüss. Und Wario da vorne. Du nicht. Du nicht, du bist nicht. Bin ich vielleicht halt schon. Die zweiten Panzer ab, okay? Einigen uns darauf. Nein, nicht runterfallen. So, der Panzer bekommen. Ich hätte auch hier anfangen können, eben. Aber da wäre das Problem gewesen. Dann hätte mich Wario runtergestoßen. Und dann wäre ich so oder so wieder mal. Ich dachte, ich schaffe den Sprung. Und weil riskiert. No risk, no fun, wie ich immer so schön sage. Und ja. Jetzt gehen wir gemütlich in die letzte Runde von der Strecke. Und auch in die letzte Runde des Cups. Hoffen darauf, dass wir wieder gewinnen. Schießen einfach mal nach hinten unseren Panzer ab. Und springen über Münzen. Hier weiß ich nach hier lang. Wäre ich auf der sicheren Seite. Und da vorne ist auch schon gleich die letzte Kurve. Dann haben wir auch schon den Cup gleich geschafft. Bin ich glücklich, yay. Tschung. Nur noch die Gerade und zack, haben wir es geschafft. 31,82 in der letzten Runde gefahren. 1,40,15 insgesamt. Schnellste Runde war die letzte Runde eben. Okay, perfekt. Das müsste eigentlich zum Rang A reichen, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, es reicht auch zum Rang A, weil ich habe jetzt in jeder Strecke Gold, also Münzen eingesammelt. Viele, probiert zumindest, außer in Cheeseland. Da glaube ich nicht. Und ja. Jetzt warten wir noch darauf ab, was uns gesagt wird, wie viel, also welchen Rang wir haben. Ja, Luigi, freu dich. Sternrang! Wir haben sogar Sternrang! Yeah! Wir haben den Sternrang, wir haben einen Stern. Ist das mal nett? Ja, weil wir auch einen Strecken unter 2 Minuten abgeschlossen haben. Und auch so. Aber Leute, ich würde sagen, ich beende hier den zweiten Part von Mario Kart Super Circle. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Projekt. Auch wenn ich viel jetzt aufnehme, weil ich 3 Folgen pro Tag hochladen muss. Ja, also Leute, haut rein, tschüss und bye bye, euer Marci, bis zum nächsten Mal.